Hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion. Heute schauen wir uns das Video an von der lieben Sandra. Sandra ist wieder unterwegs, der letzte Advent, der vierte Advent ist gewesen jetzt und bald ist Weihnachten sogar schon in 3 Tagen, oh mein Gott. Egal, jedenfalls heute vierte Advent, Sandra ist bald wieder unterwegs. Welches Wesen wir diesmal sehen? Wahrscheinlich den Weihnachtsmann. Und ich bin gespannt, was für Geschenke sie wieder da hat. Also check gerne das Video von TalkUp mitzumachen beim Gewinnspiel, aber erstmal schauen wir uns an, was Sandra hier erlebt. Let's go. Ja, das vierte Weihnachtswesen. Mal sehen, das ist bestimmt nicht so einfach zu finden, wo das dein Ho, ho, ho! Alter, also, mach ich mir aber auch einfach. Hallo Sandra, fröhliche Weihnachten! Danke, ey! Dir auch, Weihnachtsmann! Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, Sandra in der Weihnachtshütte. Meine Frau und ich lachen uns jedes Mal schlapp. Danke, dankeschön. Ja, ja. Das war echt mega cool auch, ja, Sandra in der Weihnachtshütte. Das habe ich auch damals auch gesehen. Boah, und meine Theorie-Videos zu Sandra auch. Da habe ich auch jede Folge nochmal gucken müssen. So, das war auch was. Ich kenne die Reddit-Story von Sandra auswendig. Jede Folge habe ich gesehen. Jede Folge. Ich habe gehört, was du Schönes für deine Zuschauer machst, Sandra. Ich weiß, ich bin die Geilste. Nach so einem schwierigen Jahr den Menschen eine kleine Freude zu bereiten. Das ist wirklich groß. 1,70, aber der Arzt sagt, ich könnte noch locker auf 1,80 kommen. Und deswegen, weil du so ein guter Mensch bist, gibt es... Auf 1,70, auf 1,80? Wie alt ist denn Sandra? Wie alt ist die erst? 16? Schon seit wie vielen Jahren? Heute, am 4. Advent, etwas ganz, 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 ganz Besonderes. Und den Bart im Mund. Nein, halt oh Gott, dieses Gesicht gerade mega nah. Richtig gruselig. Der Sandmann, oh Gott, was ist das hier? Oh mein Gott. Ich habe die Sandra so nah gesehen. Und die Torge so nah gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann hier jede einzelne Pore sehen hier. Oh mein Gott, die ganze Falte kann man hier zählen. Ach du Heiliger. Ich habe mir jetzt nicht genau, bei mir sieht es nicht anders aus. Aber trotzdem ist es so nah noch nie gewesen. Es war so nah und so klar irgendwie auch. Ach du Heiliger. Nein, halt dich mal fest, Sandra. Ich verschenke heute ein High-End-Gaming-Notebook mit allem drum und dran. Mit einem unglaublichen Wert von 2.800 Euro. Komm, etwas Geileres. Wie viel hat er gesagt? Ich habe nicht verstanden. Ich habe nur 2.000 Euro verstanden. Jetzt verstehe ich auch das Sprichwort mit Nuscheln nicht in dein Bad rein. Das verstehe ich bei ihm jetzt vollkommen. Ah, so ist also gemeint. Gibt es momentan nicht auf dem Markt, wenn du zocken willst. Krass. Sandra, du bist eine Ehrenfrau. Ich finde es so schön, dass du all deine Geschenke weitergibst und keine davon behältst. Ich behalte das Geschenk für mich. Schönen Abend. Sandra! 2.800 Euro High-End-Gaming-Notebook gebe ich doch nicht weg, ey. Sandra! Okay, ich verschenke es. Sehr gut. Also, wenn ihr mitmachen wollt, ihr müsst nur 2 Dinge tun. Erstens, schreibt einen Kommentar und erzählt, warum gerade ihr diesen Notebook-Gaming-Dings, ich kenne diesen modernen Scheiß nicht, warum ihr das gewinnen wollt. Und zweitens, einfach das Video liken. Der Gewinner vom... Ja, ich verstehe halt immer noch nicht, warum die Torge das überprüfen will mit dem Like da lassen, weil ich immer nicht, wie das überprüfen will. Vielleicht will das einen Screenshot schicken lassen von Leuten, die es geliked haben oder so. Das könnt ihr wieder entliken. Auch mega merkwürdig hier diesen Daumen hoch geben. Aber okay, vielleicht einfach nur so zum Locken oder so, keine Ahnung. Und... Was soll ich noch sagen? Achso, macht gerne mit, Leute. Ich glaube, das Gewinnspiel, wenn das Video hier online kommt, ist, glaube ich, schon längst fertig. Aber ja, wenn ihr mitgemacht habt, dann... ich like das Video nur, weil ich mache da selbst nicht mit, Leute. Also geht ihr aufs Video, Link in der Videobeschreibung, wenn es noch nicht vorbei ist, Gewinnspiel. Und gönnt euch einen Laptop, einen mega geilen Laptop, Alter. Video liken. Der Gewinner vom Fernseher von letzter Woche ist in den Kommentaren angepinnt. Ach, Sandra, Kopf hoch. Für dich habe ich auch noch eine Kleinigkeit. Nicht interessiert. Nordpolischer Stinkekäse, gereift im Kinohaus. Danke. Und frohe Weihnachten euch allen. Wir hatten Kameraprobleme, deswegen sieht das alle ein bisschen anders aus. Ah ja, okay, ich verstehe, das Kameraproblem. Okay, jetzt habe ich frohe das auch. Weihnachten euch. Es sieht echt anders aus. Es ist komplett komisch. Das hat ihn gemeint, bitte. Ich habe mich echt gewundert, warum alles anders aussieht. Das ist echt recht ein Kameraproblem. Was für ein Problem kann das denn sein mit der Kamera? Im Handy aufgenommen dann oder was hier? Wahrscheinlich. Das ist ja auch so ein bisschen Fischauge-mäßig, glaube ich. Das kann es auch sein. Ja. Das sieht alle ein bisschen anders aus. Okay, verstehe. Ja, aber nice. Geiles Video. Schreibt gerne in die Kommentare, wer mitmachen will. Geht zu deinem Video, schreibt was Cooles rein. Und was muss er noch reinschreiben für eine Story? Warum solltest du das gewinnen? Oh Leute, ich sollte es, also wenn ich mitmachen würde, dann sollte ich es gewinnen, weil ich damit High-End Sandra Hollywood-Filme schneiden würde. Nee, ich will das zocken. Das Gaming Notebook heißt ja. Also muss ich ja dann das neues Game entwickeln, wo Sandra First Person Sandra ist Shooter.
Leider. Naja, gut. Aber seid ihr kreativ bei Talks Video. Kuss geht raus. Tschüss.